aktuelle Studien zeigen, dass der Erfolg Deutschlands, dass wir Konjunkturlokomotive in Europa sind, maßgeblich darauf fußt, dass wir so einen hohen Industrieanteil haben. Mit 22% Industrieanteil liegen wir aber über dem Doppelten, was zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien hat. Das wurde identifiziert als die maßgebliche Erfolgsfaktor. Nordrhein-Westfalen hat einen Anteil von 29%, ist damit natürlich ein klassisches Industrieland und wir treiben natürlich innerhalb Deutschlands das Ganze auch ein gutes Stück voran. Und innerhalb des Gesamtkomplexes Industrie ist natürlich der wesentliche Faktor der Maschinen- und Anlagenbau und da sind wir hier im Lande gut aufgestellt. Hier wird etwa 23% des deutschen Maschinenbauumsatzes erwirtschaftet. Wir sind zuversichtlich für dieses Jahr, dass wir weiterhin den Umsatz steigern. Wir haben eine Prognose von 3% für dieses Jahr, die wir, glaube ich, auch relativ gut halten werden. Damit sind wir 1% besser als der Bundesdurchschnitt. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr, wenn wir die 3% haben, auf 43,4 Milliarden Umsatz kommen mit einem hohen Auslandsanteil. Und damit sind wir knapp unter den absoluten Höchstwert von 43,8, den wir 2008 haben. Den werden wir knacken im nächsten Jahr, denn wir sind auch für diesen Bereich zuversichtlich. Da haben wir eine Prognose von 2%. Dass wir so optimistisch sind, liegt daran, dass der Maschinenbau in vielen Feldern weltweit Enabler ist. Wir lösen die Probleme, die es überall gibt, ob das Mobilität, ob das Wasserversorgung, ob das Energieeffizienz, ob das das Thema Ressourceneffizienz, intelligente Produktionssysteme etc. Das können Sie relativ breit weiter definieren. Das Ganze schlägt sich auch in den Beschäftigtenzahlen nieder. Wir haben im August 194.000 Beschäftigte fast gehabt hier in Nordrhein-Westfalen. Damit liegen wir 4.500 über dem, was wir im Mittel des letzten Jahres hatten. Das heißt, der Maschinen- und Anlagenbau ist die Branche, die zurzeit entgegen dem allgemeinen Trend, ich habe gestern bei einer anderen Veranstaltung gesagt, Fels in der Brandung ist und das Ganze nach vorn treibt. Und einer der wesentlichen Punkte ist natürlich dann auch hier die Messe, wo man auf regionaler Ebene sich austauscht, wo man zusammenarbeitet. Da vielleicht noch eine Zusatzbemerkung. Wir haben im letzten Jahr eine Studie gemacht, die deutlich belegt, dass Unternehmen, die in Clustern zusammenarbeiten, sich deutlich besser entwickeln als die Unternehmen und Regionen, die das nicht tun. Und von daher sind hier in OWL die besten Voraussetzungen dazu, in dem schon erfolgreichen NRW sich an die Spitze zu setzen. Danke.